Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute da und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir wieder durch eine Kiste bekommen können. Und wie wir da rankommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir befinden uns hier einmal in Maldraxxus und zwar dann hier auf den Koordinaten 42, 24. Und dann sind wir ganz, ganz oben an so einem riesengroßen Turm. So, jetzt ist die Geschichte. In den Turm kommt ihr nicht rein, wenn ihr hier vorher nicht eine Quest gemacht habt. Wir haben nämlich eine Quest, die hier unten in dem Tunnel, wenn ihr von hier reinläuft, es steht ein NPC, ich meine so eine Spinne, die gibt euch eine Quest, müsst ihr zu einem anderen NPC gehen, dann müsst ihr hier in dem Bereich ein paar Quests machen. Relativ am Ende von dieser kleinen Questreihe schaltet ihr dann eine Geschichte frei, dass ihr hier in diesen Turm reinkommt und dann müsst ihr da auch noch ein, zwei Quests machen. Wichtig ist, sobald ihr das gemacht habt, habt ihr immer Zugang zu diesem Turm. Ja? Wenn ihr diese Quest vorher nicht gemacht habt, kommt ihr nicht in den Turm rein. Also hier in der Höhle geht es quasi los mit den Quests. Übrigens, kleine Randinformation, bei dieser Questreihe habt ihr eine Quest, wo ihr bestimmte Sachen anklicken müsst. Und dann geht es nicht weiter, bis ihr bestimmte Emotes ausführt. Und in diesen Steinen, auf die ihr klickt, stehen dann immer Sachen drauf, was oder zumindest ein bisschen versteckt, was ihr für ein Emote einsetzen müsst. Also dementsprechend Slash und dann, weiß ich nicht, jubeln oder was auch immer auf dem Stein steht oder brüllen oder was auch immer, müsst ihr einsetzen, falls ihr euch da schwer tut. Ne? Ist so ein kleines Rätsel im Endeffekt, was man da machen muss. Ist aber auch nicht zu schwer drauf zu kommen. So, gut, wir haben es jetzt geschafft, dass wir diese kleine Questreihe machen. Der Turm ist offen. Dann ist es so, dass ihr hier ganz nach oben hochlaufen müsst. Das ist so eine Wendeltreppe. Und wenn ihr hier ganz oben angelangt seid, dann ist da erstmal so ein NPC. Den braucht ihr unter anderem auch für die Quest. Aber, okay, hier gibt es keine Textur. Aber hier oben ist dann auch ein Buch, das ihr anklicken könnt. Das Necromiami Nikon oder wie auch immer das heißt, das können wir anklicken, looten und dann seht ihr, ist da ein Toy drin. Und dieses Toy wollen wir uns jetzt einmal anschauen, deswegen werden wir jetzt hier mal weg Shadow melden, dass der NPC uns in Ruhe lässt. Und zwar, was haben wir denn hier? Verbraucht ein Verzauberungspergament, um die Seite des Buches zum Durchblättern und euch einen zufälligen dort hingekritzelten Effekt zu gewähren. Ah, ein Verzauberungspergament brauchen wir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch dabei habe. Müsste ich mal schauen. Ich könnte mir auch da eins rauskaufen. Verzauberungspergament, perfekt. So, wir lernen das jetzt erstmal. Und dann schauen wir uns auch an, so, das setzen wir jetzt ein. Ah, okay. Und jetzt habe ich einen zufälligen Effekt bekommen davon. Mein Verzauberungspergament ist auch aufgebraucht. Also ihr seht, beim Dino kann man sich das theoretisch immer kaufen. Und anscheinend gibt es dann hier ein paar verschiedene Effekte, die man bekommen kann. Und jetzt ist hier quasi alles so ein bisschen gräulich geworden, ne? Mit dem Effekt. Alle 30 Minuten kann man es einsetzen. 10 Minuten bleibt es drauf. Ich schätze mal, da wird man dann ein paar verschiedene Effekte haben. Da gibt es ja auch schon andere Items, die dann das Ganze so pergamentmäßig machen. Ich vermute, da wird es dann noch ein paar mehr Effekte geben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da schon mehr Infos zu habt. Beziehungsweise ich werde es jetzt dann demnächst noch ein bisschen probieren. Dann kann ich es euch ja auch mitteilen. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Wie gesagt, hier unten gibt es die Quest und hier müssen wir dann, ich glaube so 5 bis 10 Quests waren es, also jetzt nicht wirklich viel, und dann kommt ihr auch in den Turm rein. Gut, okay, damit sind wir fertig mit dem Video, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen, sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.